Hallo! Ja, ich habe schon lange kein Video mehr gedreht. Liebe YouTuber, liebe YouTube-Netten, ich begrüße euch recht herzlich nach über 2, 3 Monaten wieder aus meinem Auto. Mein Auto ist nämlich wieder heile. Ich hatte ja einen ganz bösen Unfall und heute fahre ich das erste Mal wieder los. Ich sehe aus wie die Sau. Ich hatte nämlich gerade eine Sportfortbildung im Beweg, ich war, ja, ich bin sehr bewegt gewesen. Im Bereich Cross-Fitness und Tabata. Also ich bin einmal, zweimal, drei, vier, fünfmal komplett schweißgebadet gewesen. Warum ihr eingeschaltet habt, habt ihr oben gesehen. Ich habe nämlich eingekauft. Ich war noch mal eben ganz fix bei DM, bevor mein Auto hier auf dem evangelischen reformierten Gemeindeparkplatz abgeschleppt wird. Ja, ich habe eingekauft. Ich brauchte so ein bisschen Kleinkram. Punkt 1, ich war komplett ausgehungert. Das heißt, ich bin es immer noch. Deswegen drehe ich auch das Video jetzt schon. Sonst würde ich nämlich die Hälfte auffuttern und ihr würdet nichts mehr sehen. Es ist auch wirklich gar nicht so viel. Deswegen starten wir jetzt. Ich muss erstmal irgendwie hier Fenster aufmachen. Ich schwitze mir einen ab. Das sind gefühlte 40 Grad. So. Nein, nein, nein. Gut, okay. Wir starten. Ich habe mir erstmal einen Eiweißriegel gekauft. Ich habe nämlich riesengroßen Schmacht. Es gab vorhin nämlich Nudeln mit Spinat und Lachs und das war sehr lecker. Allerdings habe ich mich sowas von überfressen, dass ich danach erstmal gar nicht fähig war, mich überhaupt zu bewegen. Und dann hieß es, juhu, jetzt machen wir Crossfitness. Ich denke, geil. Hab dann Eimer, dann mache ich mit. Ich habe nicht gebrochen. So, also ein Eiweißriegel, der hat gekostet 1,25. Ich werde euch nachher mit Sicherheit nochmal sagen, wie der geschmeckt hat. Ich stehe übrigens gerade mitten so teilweise in der Fußgängerzone. Also es kann sein, dass ich hier mal irgendwie nebenbei blöd angeguckt werde. Dann habe ich mir diesen Riegel gekauft. Also wie gesagt, von DM, die Riegel kann ich euch eigentlich auch echt empfehlen. Die sind wirklich lecker, vor allem dieser hier. Von Multipower war das, glaube ich, gibt es so einen ähnlichen. Aber der kostete da, glaube ich, irgendwie 2,50, 3 Euro. Und der kostet wirklich nur 99 Cent. Und der macht super satt. Und durch dieses Kakao, Cappuccino, weißes Schokoladenzeug, er ist so mega geil. 99 Cent habe ich schon gesagt. Dann mag ich total gerne diese Oblaten-Dinger. Das sind diese hier. Habe ich jetzt einmal in der Geschmacksrichtung Granatetraube, ja. Granatapfeltraube von Alnatura. Der war bei 1,15, glaube ich. Ich finde das zwar echt teuer, aber da sind 75 Gramm drin. Und also wahrscheinlich werde ich das jetzt alles gleich auf Ex futtern, weil ich nämlich echt nicht mehr abwarten kann, bis ich nach Hause komme. Dann brauchten wir zu Hause Zahnpasta. Deswegen habe ich jetzt einfach hier mal diese hier mitgenommen. Die kenne ich noch nicht. Ich meine, die habe ich noch nicht gekauft. Von daher lasse ich mich da überraschen. Die war einfach jetzt günstig und macht die Zähne weiß. Blendermet kaufe ich sonst eigentlich auch ab und an mal. Aber die hatte ich noch nicht. Dann brauchte ich nochmal ein neues Deo, weil momentan in jeder Tasche eins ist. Aber wenn man eins braucht, ist natürlich grundsätzlich keins da. Jetzt habe ich mal mich an das Grüne gewagt. Ihr wisst ja, ich nehme sonst immer das Schwarze oder das Blaue. Das Blaue kann ich mittlerweile gar nicht mehr riechen. Da krieg ich schon Würgereiz, wenn ich es nur aufsprühe oder irgendwie die Verpackung aufmache. Ich habe das ja seit Jahren und irgendwie bin ich es jetzt mittlerweile leid. Das ist jetzt hier dieses Stress Control, was das jetzt gekostet hat, weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei 1,50 oder was lag das? Ich habe das andere vergessen. Ich wollte noch ein Duschdach mit Kaschmir haben. Hab ich vergessen. Dann habe ich vor kurzem sämtliche Duschgele aufgebraucht und habe mir gleich noch zwei neue mitgebracht. Bei diesem hier, das kenne ich schon, da habe ich mal bei meiner Freundin geduscht und bevor sie schreien kann, dass ich es nicht untenrum verwenden sollte, war es schon zu spät und ich fühlte mich tagelang minzfrisch. Also vor allem im ersten Moment. Untenrum ein bisschen aufpassen, das zieht dir alle Falten noch bis nach Meppen und zurück. Ansonsten riecht es sehr geil und für den Sommer ist es top optimal. Das kühlt dann auch wirklich noch Ewigkeiten nach. Also wenn es wirklich frisch ist draußen, dann friert man sogar. Dann wollte ich noch irgendwas Neutrales haben. Ich habe irgendwie gerade ein Duftproblem. Ich habe gestern so viel Knoblauch gegessen, dass ich noch nicht mal in der Lage war, den Duft des Duschgels zu riechen und mich da zu entscheiden. Ich habe jetzt einfach das genommen, weil ich furztrockene Haut habe und nicht immer Bock habe, mich einzucremen. Dann war noch leer mein Gesichtstonic, also das von Alveal. Das benutze ich in letzter Zeit eigentlich immer. Meine Haut ist eigentlich auch wieder gut, bis, naja, gut. Okay, ist sie eigentlich gerade nicht. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es hilft auf jeden Fall. Ich habe es nur in letzter Zeit gar nicht mehr benutzt, weil es halt alle war und ich nicht zu DM gekommen bin. Dann sollte ich noch mitbringen einmal die Totes-Meersalbe gegen Pickel. Bringe ich im Auftrag mit, habe ich noch keine Erfahrung mit. Wenn die jemand kennt, die soll sehr gut sein. Ich habe auf YouTube einiges schon darüber gehört.
Könnt ihr mir gerne mal berichten, was es damit auf sich hat. Die war übrigens ziemlich teuer. Die war irgendwas bei 4 Euro, glaube ich. Knappe 4. So, dann brauchten wir noch ein Paket von Evelyn. 140 Wattepads. Das wird ja jetzt hoffentlich auch erstmal wieder reichen. Und da ich jetzt endlich wieder in meinem Auto bin und auch damit fahre, habe ich mir mal gedacht, nimmst du immer was Duftiges mit. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das Zeug riecht. Ich hoffe jetzt nicht, dass es so ein Orangenduft ist, weil dann drehe ich hier komplett frei. Ich hoffe, es ist Vanille. Weil steht echt nirgendwo drauf. Ich habe wirklich geguckt überall, aber ich habe hier auf dieser Verpackung echt keine Duftbeschreibung gefunden. Tja, das war's eigentlich schon. Mehr habe ich nicht. Ich habe irgendwas bei knappe 18 Euro ausgegeben, falls das noch jemand wissen möchte. Und meine Haare sind mittlerweile schon komplett ausgelutscht. Ich fahre jetzt noch zu DM, nein, zu Real und kaufe mir da nochmal einen Packen Haarfarbe, weil ich brauche jetzt noch was für den Übergang. Ich habe nämlich einen Mega-Ansatz für den Übergang, weil wenn wir aufs Festival fahren, will ich meine Haare in Lila färben, also mit Illumen. Das Zeug habe ich auch schon zu Hause, ich muss es nur noch auftragen. Und bis dahin werde ich mich im pinken Bereich aufhalten, auch wenn das jetzt nicht mehr pink aussieht. Aber ja. Gut, das war's. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Videowünsche habt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich weiß, Food Diaries folgen. Ich weiß, ihr bettelt immer danach, weil die so lustig sein sollen. Ich habe da auch immer Spaß dran, aber ich habe momentan, ich habe im Moment so ein Fressflash. Ich futter die ganze Zeit und ich habe einfach immer nicht die Kamera dabei. Und dann fehlt immer die Hälfte und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich ja möchte, dass ihr total realistisch seht, wie ich auch immer schön meine Rittersport-Schokolade esse, ja, mit Zitrone, Buttermilch, kann ich euch echt mal empfehlen, wenn ihr auf helle Schokolade steht und so ein bisschen was Frisches wollt. Ja, jetzt habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich will jetzt endlich essen, ich habe hier schon hier, ne, so. Gut, bis zum nächsten Mal und Videokommentare hier, also Wünsche dann da unten rein. Ich glaube, wir können das ja gleich mal testen, den kenne ich nämlich noch nicht, aber ich stehe im Moment so auf Snickers. Und da ist Karamell drin. Das ist, glaube ich, aber eher so ein Laienverschnitt. Können wir gleich mal testen. Gleich Live-Test. Sieht auch geil aus jetzt, ne? Hm? Schmeckt schon ein bisschen wie Laien, der Schokoriegel. Hat aber auch schon ganz klitzeklein ein bisschen diesen typischen Eiweißriegel-Geschmack. Oh. Hm. Kann man essen. Kann ich euch empfehlen. Also ihr müsst aber diesen... Weil der Kern ist halt dieses typische Eiweißriegelzeug. Muss man mögen. Ich mag's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warte. Knopf finden und tschüss. Warum geht denn das nicht aus hier?